Ein Mann ist gestorben. Er wurde umgebracht. Und niemand anderer als Hercule Poirot übernimmt die Ermittlungen. Shakespeare-Experte Kenneth Branagh inszeniert nicht nur die Neuverfilmung des Romans von Agatha Christie, sondern spielt den berühmten Detektiv sogar selbst. Es ist klar, was man unter Branaghs Regie erwarten kann. Eine mit pompösem Kitsch aufgeladene, malerische Ästhetik, pointierte Dialoge sowie einen bis auf den letzten Platz absolut starbesetzten Streifen. Ob es nun Johnny Depp ist oder Willem Dafoe, Penelope Cruz, Judi Dench oder Michelle Pfeiffer. Die Neuverfilmung soll eine neue Generation mit dem berühmten Detektiv bekannt machen und rückt dafür dessen Manierismen etwas mehr in die Richtung von Monk und anderen exzentrischen Ermittlern. Was Branagh leider nicht gelingt, ist seinen eigenen inszenatorischen Übermut im Zaum zu halten. Spätestens, wenn er die Verdächtigen an einem Tisch versammelt und dabei allen Ernstes optisch das letzte Abendmahl von Jesus Christus nachstellt, trägt Branagh dermaßen dick auf, dass die eigentliche Geschichte darunter zusammenbricht. Zudem gibt es zwar manch gelungene Augenblicke, um dem Geschehen ein klein wenig mehr Action und optischen Reiz zu verleihen, doch für jeden Moment dieser Art, der gelungen ist, gibt es einen, der einfach nur scharf an der Grenze zur Albernheit schrammt. Dass darüber hinaus einige pointierte Elemente der Vorlage, warum auch immer, einfach nicht vorkommen, ist ebenfalls schade. Wenn am Ende dann auch noch überzogen auf eine Fortsetzung hingearbeitet wird, würde man sich den Regisseur gerne nehmen und sagen, Branagh, relax, wir mögen dich auch so. Denn trotz seiner Probleme ist Mord im Orient Express gute und optisch manchmal atemberaubende Unterhaltung, die mit ihren scharfzüngigen Dialogen punkten kann. Nur leider wirkt das alles auch manchmal eben dermaßen bemüht, dass man gerne auf die anderen Verfilmungen verweisen möchte, die unaufgeregter, aber leider mindestens genauso packend waren. Wer die Chance hat, eine der glorreich aussehenden 70mm Projektionen von Mord im Orient Express zu sehen, der sollte dem Kultermittler aber definitiv eine Chance geben. Alle anderen sollten nicht mehr erwarten als einen kurzweiligen Marathon der Hollywood-Stars. Vertrauen Sie niemandem.